Ich habe es mir zwar schön vorgestellt, aber es war noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Ein super Jugendgottesdienst. Man hat die Liebe und die Verbindung zu Gott gespürt. Ich glaube, ich bin auch gar nicht richtig wieder gelandet. Es ist wirklich wunderbar, dass wir uns nach so langer Zeit, wenn auch nur zum Teil, wiedersehen können von Angesicht zu Angesicht. Das macht auch mir große Freude. Und man merkt auch erstmal, was man auch so vermisst hat. Ich fand das heute einen ganz großartigen Gottesdienst, weil er unheimlich viel Raum gegeben hat. Raum für Gefühle, Raum für Spontanität. Man hat sich wieder mal reinfühlen können, speziell die Musik. Das ist dann doch, was eigentlich fehlt hat. Was wir aus der Gemeinde gesehen haben, war sehr, sehr beeindruckend. Ja, dem schließe ich mich an. Und Hartl hat heute abgenommen, weil so viel wie er gerannt ist. Ja. Es waren Kilometer immer von der Kamera zurück in den Technikraum, aber es hat alles funktioniert. Das haben wir dafür geschwitzt. Das haben wir dann wieder rausgeschwitzt, ja. Genau. Es war unglaublich aufrichtig für mich, weil so viel vorbereitet wurde und man hat sich so viele Gedanken gemacht. Und dann ist das immer für mich wie so ein Rausch. Man schwebt durch. Und es fühlt sich so ganz anders an, als man eigentlich so das gedacht hat und so viel intensiver und dieses Gefühl der Größe und Weite, das ich wahrscheinlich hatte, weil ich wusste, wie viele da mitgucken und zugucken, das war wunderbar. Ich glaube, ich bin auch gar nicht richtig wieder gelandet. War schön, es hat mir gefallen. Also ich fand den Jugendgottesdienst sehr, sehr toll. Einfach mal wieder Gemeinschaft pflegen mit den Jugendlichen und schöne Musik haben. Ich fand es sehr cool, dass es nicht irgendwie aufgenommen wurde, sondern die Musik auch live war und es war ein sehr tolles Erlebnis. With all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Ein super Jugendgottesdienst. Ich bin positiv überrascht, was dank Corona scheinbar jetzt in unserer Kirche möglich ist für die Jugend. Und ja, als auch war es natürlich schön, hier in Merseburg Aue zu sehen. Wow, endlich, das war schön, wieder in der Gemeinschaft zu sitzen, natürlich mit Abstandsregeln, mit Mundschutz. Aber Hauptsache, man ist zusammen. Man hat die Liebe und die Verbindung zu Gott gespürt und war einfach großartig. Ja, also ich war gerade bei meinem ersten Jugendgottesdienst und ich fand es mega, mega schön. Ich habe es mir zwar schön vorgestellt, aber es war noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Also die Gemeinschaft ist einfach richtig, richtig schön. Auch wenn es heute nur relativ wenige waren, aber es war schon schön, diesen wieder zu sehen und einfach wirklich diese Gemeinschaft wieder zu spüren, war wirklich toll, weil es schon auch was ganz Besonderes ist. Liebe Grüße aus Oberwilligen senden euch Philipp und Ruby. Sommer, Sonne, Sonnenschein, wir freuen uns dabei zu sein. Liebe Grüße aus Aue. Liebe Grüße aus Aue. Liebe Grüße aus Aue. Ich wünsche diesem Konzept viele, viele Folgekonzepte und lade alle ein, mitzumachen. Da ist Freude drin. Das ist toll. Weiter so.